Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Leute, wir haben einen neuen MW2 Teaser bekommen, den wir jetzt durchgehen werden und auch analysieren werden. Wir haben einige neue Sachen dort gesehen. Wir haben ja bereits schon vorgestern den Tag 5 Teaser analysiert, wo wir einige Extras gesehen haben, Maps gesehen haben und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt einen neuen Teaser bekommen. Wir haben einen Call of Duty Blogpost bekommen mit dem Preload, mit dem Datum des Preloads zur Beta. Und auch mit der ungefähren Gigabyte-Größe. Also Leute, lehnt euch zurück und genießt das Video. Würde mich freuen, wenn ihr am Ende des Videos ein Like da lassen könntet und abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, was Call of Duty Modern Warfare 2 und auch Warzone 2 angeht. Wir haben ja letztes Mal den 5-Tages-Countdown-Teaser analysiert. Dort haben wir insgesamt 5 Extras gesehen, die dort sichtbar waren. Wir haben 2 Multiplayer-Maps gesehen und 2 Multiplayer-Modi. Jetzt haben wir einen neuen Teaser bekommen, auf dem wir folgende Extras sehen können. Hier auf dem Bild sehen wir auf der rechten Seite 3 Extras. Wir sehen einmal Overkill, kennen wir ja auch schon aus MW 2019 und auch aus Warzone. Benutzen wir immer, du kannst damit 2 Primärwaffen tragen. Dann sehen wir auch noch Plünderer, ist klar, was damit gemeint ist. Damit kannst du Munition bei gefallenen Gegnern aufsammeln. Und wir haben einmal Spotter, damit kannst du gegnerische Ausrüstung, Field Upgrades und Killstreaks durch Wände sehen und sie für dein Team markieren. Du kannst damit auch feindliche Claymores, Annäherungsminen, C4 und Trophy-Systeme hacken. Wir sehen jetzt hier unten links wieder genau dasselbe System wie auch im letzten Teaser. Ein Leaker hat damals im März ja schon gepostet, dass wir in MW2 insgesamt 4 Extras mit reinnehmen können in unsere Klasse. Im ersten Slot werden wir 2 Extras reinpacken können, was jetzt auch hier unten links ungefähr dargestellt wird, denke ich mal. Und im zweiten Slot ein Extra, im dritten Slot auch ein Extra. Und der erste Slot soll dafür da sein, um deinen Spielstil zu wählen sozusagen. Das hatten wir auch schon im letzten Teaser zu Tag 5. Dort haben wir einmal Fingerfertigkeit bzw. Hustle und Eiltempo gesehen, die zusammengebunden waren bzw. connected waren. Und oben haben wir noch ein weiteres Symbol gesehen, was auch mit diesen beiden Extras connected war. Aber dort oben, das Symbol war im letzten Teaser ein Symbol von Suchen und Zerstören. Also das habe ich persönlich nicht so ganz verstanden, warum da oben dann ein Symbol von einem Game Mode ist. Keine Ahnung, was das auf sich hat. Aber genau dasselbe sehen wir jetzt hier in diesem Teaser auch. Und zwar sehen wir unten links alarmiert. Und auf der rechten Seite haben wir ein weiteres Extra, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was das für ein Symbol sein soll. Also wir sehen hier einfach nur einen Monitor und das passt einfach überhaupt nicht zu irgendeinem Extra aus der geleakten Liste von den Extras aus MW2. Deswegen habe ich keine Ahnung, was das hier für ein Extra sein könnte. Auf jeden Fall alarmiert und dieses Symbol, dieses Extra sind miteinander verbunden und oben sehen wir ein Symbol, das aussieht wie der Modus Cranked. Also wieder ein Game Mode irgendwie. Und ich verstehe nicht, warum jetzt wieder hier ein Game Mode drin ist. Vor allem, warum auch Cranked überhaupt. Cranked ist eigentlich kein Basis-Game Mode wie Suchen und Zerstören, Team Deathmatch oder Herrschaft oder sowas. Das ist eher so ein zusätzlicher Fun-Modus immer gewesen. Denn in Cranked bewegst du dich schneller, wenn du einen Kill gemacht hast und kannst schneller reinziehen und auch schneller nachladen. Dann hast du 30 Sekunden lang Zeit, um einen weiteren Kill zu machen, sonst explodierst du. Das hatten wir auch schon in MW 2019. Ich verstehe das irgendwie nicht wirklich, warum da oben dann Cranked ist und verbunden mit alarmiert und diesem anderen Extra. Vielleicht können wir diese Extras irgendwie nur in diesem bestimmten Modus benutzen. Irgendwie muss das ja einen Zusammenhang haben. Falls ihr irgendeine Idee habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich persönlich kann mir darunter irgendwie sehr, sehr schwer etwas vorstellen. Wenn wir jetzt hier weitergehen in dem Teaser, sehen wir oben links wieder Game Modi. Und zwar sehen wir 3 Stück. Ganz links sehen wir wieder das Symbol aus dem letzten Teaser mit 2 Schwertern, wo ich persönlich auch nicht so ganz so sicher bin, was das eventuell sein könnte. Aber es sieht so ähnlich aus wie das Symbol von Combined Arms aus Cold War. In diesem Modus hast du eine etwas größere Map in Cold War gehabt. Du hattest Fahrzeuge, du hattest verschiedene Zonen auch, die du einnehmen konntest bzw. verteidigen musstest. Und das könnte eventuell so ein ähnlicher Modi
in MW2 sein. In der Mitte sehen wir dann ein Symbol mit einem Dynamit-Bundle sozusagen. Das könnte laut Leaks eventuell ein Modus sein, der Bodenkriegsbombe heißen wird, beziehungsweise Ground War Bomb. Das ist nämlich nicht das geleakte Icon für Sprengkommando. Das könnte natürlich auch viel Sinn ergeben, wenn das Sprengkommando sein würde, aber das ist es nicht. Für Sprengkommando gibt es ein anderes Icon, was bereits geleakt worden ist. Und deswegen denke ich mal, dass das auch für große Maps ist, dieser Game-Modus, also für Battle-Maps und Bodenkriegsbombe bzw. Ground War Bomb heißen wird. Auf dem Symbol ganz rechts sehen wir dann einen Totenkopf und hier habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung, was das für ein Modus sein könnte. Es haben so viele Modi einfach Totenköpfe im Symbol. Also es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was das hier für ein Modus sein soll. Deswegen keine Ahnung an dieser Stelle. Wir sehen übrigens auch noch weitere Maps in diesem Teaser. Und zwar sehen wir in diesem Countdown-Video hinter dem Cranked-Symbol eine Map, beziehungsweise ein Bild von einer Map. Dort sehen wir irgend so ein Gebäude. Könnte eventuell Museum sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall sehen wir irgendein Gebäude. Man sieht wirklich sehr, sehr wenig und das ist das, was man sehen kann. Also kann man auch nicht wirklich viel zu sagen. Und dann sehen wir aber nochmal eine weitere Map und zwar heißt diese Map Hook-Line-Sinker. Keine Ahnung, was das wieder für ein Name sein soll, eventuell in Militärsprache HLS. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung davon. Und diese Map könnte eventuell größer sein, denn diese Map sieht nicht so aus, als ob es eine 6 vs. 6 Map sein wird. Und wir sehen hier auf diesem Bild auch noch, dass unten im unteren Bereich irgendwie eine große graue Fläche ist. Das könnte eventuell Wasser sein und wir werden ja auch in MW2 sogar schwimmen können. Also würde das eventuell Sinn ergeben, dass wir eine Map bekommen, wo wir auch tatsächlich schwimmen können und gleichzeitig auf dem Boden irgendwie spielen können und wenn wir Bock haben, im Wasser sein können und uns dort verstecken und ja, hört sich voll geil an. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die Schwimmmechanik im neuen Call of Duty funktionieren wird. Das ist auf jeden Fall die Map. Ich denke mal, das wird wieder eine Battle-Map sein, wie Said, Serif Bay oder Zira, die wir bereits bis jetzt schon kennen. Und das sind jetzt auch alle Teaser, die wir sehen konnten in diesem neuen Countdown-Video. Und wir haben gestern übrigens auch noch einen Blogpost bekommen von Call of Duty, wo nicht nur über die Belohnung von der Beta gesprochen wird. Das Video habe ich gestern hochgeladen. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr euch das gerne auch anschauen. Alle Belohnungen, die wir bekommen können in der Beta. Und wir haben neue Informationen bekommen über den Preload von der Beta auf der PlayStation. Und zwar beginnt der Preload am Mittwoch, also morgen um 19 Uhr auf der PlayStation für Vorbesteller oder für diejenigen, die einen Beta-Code haben. Diejenigen, die digital vorbestellt haben, ihr müsst wahrscheinlich keinen Beta-Code irgendwo eingeben. Bei euch wird der Download einfach aufploppen, denke ich mal. Und alle anderen, ihr müsst auf jeden Fall einen Beta-Code eingeben. Falls ihr noch keinen Beta-Code bekommen habt, die werden bis spätestens Donnerstag an euch rausgehen. Also checkt auf jeden Fall euer E-Mail-Postfach ab und guckt eventuell auch in den Spam-Ordner rein. In Deutschland wird die Beta übrigens auch am größten sein, beziehungsweise in der EU, und zwar circa 32 GB wird die Beta groß sein hier bei uns. Und am Donnerstag um 18.30 Uhr startet ja das Call of Duty Next Event. Dort werden wir schon Gameplay von der MW2 Beta sehen. Wir haben den MW2 Multiplayer Reveal Trailer ebenfalls noch nicht gesehen. Der müsste auch auf jeden Fall diese Woche noch kommen, denke ich mal. Eventuell heute, morgen oder keine Ahnung wann. Auf jeden Fall haltet dort die Augen offen. Ich denke mal, dass heute um 19 Uhr auch wieder irgendeine neue Information rauskommt. Eventuell sogar der Multiplayer-Trailer. Müssen wir mal abwarten. Und wir bekommen dort auch neue Informationen über den FJX Cinder Waffentresor und über den Gunsmith, also den Klasseneditor, der ja viel komplexer sein wird als in den alten Call of Duties. Wir werden den Warzone 2 Reveal-Trailer zu sehen bekommen. Und wir werden Informationen über Warzone Mobile bekommen, wo wir ja wieder auf Verdansk spielen können. Also das sind alle Informationen, die ich jetzt für euch
habe. Leute, liked gerne das Video, würde mich sehr, sehr freuen. Falls euch das Video gefallen hat, beziehungsweise weitergeholfen hat, abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr Call of Duty, MW2 und Warzone 2 Videos in der Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beziehungsweise heute im Livestream. Dort werde ich auch Beta-Codes verlosen. Also an alle, die es bis jetzt hier geschafft haben zu gucken. Ich werde heute wieder Beta-Codes verlosen. Ich werde heute ungefähr um 12 Uhr oder 13 Uhr wahrscheinlich online sein und dort an euch Beta-Codes verlosen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, einen zu bekommen, beziehungsweise ich wünsche euch viel Spaß auch in der Beta. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise im Livestream. Der Link ist oben in der Beschreibung. Haut rein und ciao.